Idylle im bayerischen Fichtelgebirge. Die Ruhe wird nur durch vereinzelte Tieflieger gestört. Luxusautos im Tuning-Look. Im winzigen Ort Brandt hat Edeltuner Mansori seinen Hauptsitz. Der Nobelveredler ist gefragt. Und hier kennt man sie alle. Die Reichen, die Schönen und die reichen Schönen. Und man kennt ihre automobilen Wünsche. Hier kommen nur die edelsten Karossen auf die Hebebühne. Von Bugatti über Ferrari bis zum Rolls-Royce. Der Bugatti Veyron ist eines der schnellsten Straßenautos der Welt. Als Mansori Vincero bleibt der Motor des Boliden fast unangetastet. Stattdessen gibt's mit Carbon und Effektlack mehr Rasanz fürs Auge. Ein Ferrari 599 GTB wird bei Courroges Mansori zum Stallone und zum Tuning-Gesamtkunstwerk. Der italienische Renner wird für ein paar hunderttausend Euro mehr um 100 PS stärker und auch sein Äußeres wird modifiziert. Der Rolls-Royce Phantom schließlich wird in Bayern zum Mansori Conquistador. Der Streitwagen dominiert die Straße mit 24 Zoll Bereifung, über 600 PS und 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ein echter Eroberer, wie der Name Conquistador bereits sagt. Ein mächtiges Gefährt für pralle Geldbörsen. In der kleinen Gemeinde Brandt leistet Firmeninhaber Courroges Mansori mit seinem Team Großes. Der Iraner lebt seit 30 Jahren in Europa. Und nun ist er in der bayerischen Provinz angekommen. Die großen Metropolen vermisst er nicht. Für ihn zählt nur eins, der Job. Man gewöhnt sich daran und dadurch, dass wir zu viel zu tun haben und der Liebe zum unserem Job, da ehrlich gesagt, da spürt man nicht, wo man ist überhaupt, wo man lebt. Wichtig ist, dass man den Spaß hat und so ist es halt. In der strukturschwachen bayerischen Region nahe der tschechischen Grenze wirken die Luxusgefährte der Extraklasse wie von einem anderen Stern. Aber auch der Edeltuner hat einmal etwas kleiner angefangen, als Teilezulieferer für andere Autobauer. Dann wollte er eigene Autos auf die Straße bringen und läutete eine neue Ära im Autotuning ein. Wir haben ja mit Benzi angefangen. Gut, Benzi war schon auch eine Herausforderung, aber danach gleich ein noch größeres Projekt anzutasten wie Rolls-Royce ist natürlich schon eine gewagte Sache. Mansori hat von Anfang an auf das oberste Luxussegment und die Bestbetuchten gesetzt. Mit Absicht. Superreiche, die einzigartige Autos wollen, wird es schließlich immer geben. Auch in Krisenzeiten. Mansoris Mitarbeiter wissen das und haben sich die Ehrfurcht vor den automobilen Schätzen, die durch ihre Hände gehen, bewahrt. Man weiß ja, wie teuer die Fahrzeuge sind vor dem Umbau. Und nach dem Umbau sind sie ja meist das Doppelte wert. Und da muss man schon meist mit Samthandschuhen oder was, halt da rangehen und sich wirklich konzentrieren, dass alles perfekt ist. Am Ende. Rocco Seelei kennt sich aus mit den Nobelkarossen. Er arbeitete bereits für Bentley und Lamborghini. Jetzt hat er beruflich noch eins draufgesetzt und erschafft mit seinen Kollegen exotische Unikate. Jedes Fahrzeug wird individuell nach den Kundenwünschen umgebaut. Dabei gilt, man zeigt gerne, was man hat. Der Rolls-Royce Phantom, schon serienmäßig kein Mauerblümchen, wird als Conquistador zum kraftvollen Statement für den ungehemmten Überfluss. Chrom und Hochglanz sollen ihm schneidige Rasanz verleihen. Ja, man hört schon den sportlichen Sound. Also wir haben zwei Kompressoren nachgerüstet und der hat ca. 650 PS. Und ich kann euch das mal zeigen, was wir da gemacht haben. Also jeder sieht schon, was hier passiert ist. Es sieht schon echt brutal aus. Also hier sieht man die Kompressoren. Auf jeder Seite eine. Für jede Zylinderbank ist ein Kompressor. Und die ganzen Ladeluftrohre, die sind normalerweise nicht da, weil das ist ein Saugmotor. Der ist nicht aufgeladen. Und wir haben den jetzt aufgeladen mit zwei Kompressoren. Auch der Innenraum kann sich sehen lassen. Komplett nagelneu, alles super. Hat viel Arbeit gekostet. Das ist jetzt dieser Rochen, das ist diese Fischhaut, wie der Original aussieht eigentlich.
Und jetzt kann man sehen, oben im Sitz, das ist dann diese wunderschöne Intarsie, was der Kunde sich auch gewünscht hat. Man sieht das auch in der Türverkleidung hier, haben wir das auch eingearbeitet. Wir haben jetzt ca. 400 Stunden investiert in das Fahrzeug. Und das tut dann auch schon ein bisschen in der Seele weh, wenn das Fahrzeug dann weggeht. Weil wir haben hier tagelang, nächtelang vielleicht dran gearbeitet. Und es ist auch schon schwierig, dass das alles dann am Ende wirklich perfekt ist. Perfektion braucht ihre Zeit und eine Menge Planung. Kurosh Mansouri und sein Grafiker Andreas Ulbricht entwerfen am Rechner das Design der Motorhaube für einen Mercedes SLR McLaren. Wir machen erstmal die 3D-Modellierungen, dann später wird mit in Photoshop nochmal farblich aufgearbeitet, so wie das Design später werden soll. Die Farbe wird mit dem Kunden abgestimmt. In der Lackiererei werden gerade die Teile für ein Bodykit des SLR fertiggestellt und anschließend liebevoll poliert. Und Pavel, wie sieht's aus? Ich bin schon fertig. Okay, dann lass uns die mal drüben probieren. Nehmen wir sie mit drüber, ja? Okay. Pavel und Rocco transportieren das edle Stück im Gegenwert eines Mittelklassewagens nach nebenan. Die Motorhaube des SLR ist die größte, die ihnen je untergekommen ist. Jetzt wird es sich zeigen, ob die Modifizierungen im Motorraum noch unter die riesige Haube passen. Für die Männer heißt das Filigranarbeit an empfindlichen Teilen. Millimetergenau wird die Haube positioniert. Nichts darf klemmen oder klappern. Hier in der Endfertigung hat Mansouri einige der besten Mechaniker versammelt und ein echtes Spezialistenteam gebildet. Mittlerweile zählt das Unternehmen über 60 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Trotz Wirtschaftskrise hat die Firma eine gesunde Auftragslage. Das Kalkül, stets nur das Beste für wenige zahlungskräftige Kunden zu bieten, geht offenbar auf. Rocco Seelei vom Edeltuner Mansouri kümmert sich um den Stallone. Der Ferrari-Umbau ist fast fertig. Es fehlen nur noch letzte Tests der Technik und der Fahreigenschaften. Ja, das ist der Ferrari-Tester. Damit kann man die ganzen Systeme auslesen, ob irgendwo Fehlerspeicher enthalten oder irgendwas. Und da kann man halt sehen, ob alles in Ordnung ist und ob das Fahrzeug wirklich bereit ist für die Probefahrt. Wie zum Beispiel sehen wir hier Dauerspeisung, das ist eigentlich ein normaler Fehler, weil er hat hinten einen Hebel, wo man die Batterie abschalten kann, dass sich die Batterie nicht entlädt, solange wenn das Fahrzeug länger steht. Und wenn man den Hebel dann halt rumdreht und rausmacht, dann kommt dieser Fehler zustande. Das ist aber nichts Schlimmes oder so, den kann man ganz normal löschen. Und also das Fahrzeug ist fertig für die Probefahrt. So, Rocco, alles in Ordnung? Ja, sieht gut aus. Ja. Dann machen Sie eine Probefahrt, schauen Sie, ob alles noch stimmt. Und fahren Sie halt langsam, dass Sie nicht erwischt werden. Okay. Und machen wir die Endkontrolle. Wenn wir dann das Auto schauen. Das alles passt. Morgen, ja, morgen ausliefern dann. Okay. Ja? Mach ich. Also dann, go. Okay. Schauen Sie dann. Karush Mansouri geizt nicht mit den Autoreizen aus seinem Hause, aber er kennt den Ehrgeiz seiner Mitarbeiter und rät auf der Straße zur Vernunft. Rocco ist glücklich. Solche Erprobungsfahrten sind für ihn das Beste an seinem Job. Auf der Teststrecke rund um Brand überprüft er den getunten Ferrari. Ich bin super froh, dass der zu mir gesagt hat, Rocco, komm, mach die Probefahrt, schau dir das Auto an, ob das alles passt, ob wir das Auto so dem Kunde übergeben können und schau mal, ob der auch richtig Leistung hat, tritt mal richtig aufs Gas, dass das alles funktioniert, dass wir keine Probleme haben, wenn der Kunde dann halt fährt. Also ist absolut super, ich bin richtig stolz drauf, dass er gesagt hat, Rocco, du fährst. Eine Power hat das Auto, unwahrscheinlich, wirklich. Und auf der Straße sind wir jetzt auch schon über 340 gefahren. Das war klasse. Also wir sind echt zufrieden, dass das so super jetzt funktioniert. Man merkt richtig die Kraft, worauf man sitzt und die ganze Abgasanlage komplett aus Edelstahl. Mit Fächerkrümmer haben wir alles modifiziert.
Und die hat natürlich einen super tollen Sound. Das ist schon genauso wie in der Formel 1 eigentlich. Der Umbau des Ferrari 599 GTB hat Rocco und seine Kollegen in den letzten 4 Monaten beschäftigt. Klar, dass er auf das Ergebnis stolz ist. So, dann zeige ich euch mal den Wagen. Und die Motorhaube, die Frontschürze, das ist alles aus Carbon. Absolut geil sieht das aus, sage ich jetzt mal. Dann sieht man hier die Airbox, selbst die ist aus Carbon. Da ist innen drin noch ein Kühler eingebaut, sodass die angesaugte Luft nochmal gekühlt wird. Yes. So bekommt der Wagen noch mehr Leistung. Und im Leistungsbereich liegen wir ungefähr so über 800 PS. Hier sieht man nochmal die Spiegel, das ist auch eigenes Design hier. Sieht man diese Rippen. Dann sehen wir hier die Alufelgen. Ist auch komplett eigenes Design. Von uns selber hergestellt. Passt wunderbar zu diesem Fahrzeug. Dann sehen wir hier den Diffusor, auch aus Carbon. Und diese fantastische Abgasanlage, ja, mit 4 Rohre. In der Mitte sind diese Hauptrohre, damit die Abgase den günstigsten Weg entweichen können. Die Kunden von Tuner Mansori wollen auffallen und legen mindestens genauso viel Wert auf die Optik wie auf die Motorleistung. Das Sportcoupé aus Maranello wird durch die Tuning-Behandlung noch sportlicher gemacht und schafft es nach der Leistungssteigerung in 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 340 km/h. Im Innenraum schwarzes Carbon und weißes Leder. Eine Komplettsanierung mit edelstem Material. Im Grunde genommen hat das fast nichts mit Original zu tun, weil wir haben eigentlich das ganze Fahrzeug verändert. Also wir haben hier alles, was geht, haben wir da reingesteckt. Mehr geht's fast nicht mehr. Wer kann schon von sich behaupten, Ferrari fahren gehöre zu seinem beruflichen Alltag? Rocco lässt den 6 Liter 12-Zylinder des Stallone singen. Auch wenn er langsam fährt, entfaltet der Motor seine Magie. Und wenn Rocco mal ein klein wenig aufs Pedal tritt, fliegt in Bayern die Lederhose weg. Wie vielen Mansori-Kunden geht es Rocco heute ein bisschen um den Show-Effekt. So ein Auto versteckt man schließlich nicht vor der Öffentlichkeit. Ein Ausflug in die nächste Kleinstadt soll den Coolness-Faktor des auffälligen Sportwagens austesten. Die örtliche Jugend jedenfalls hat Rocco schon auf sich, oder besser den Ferrari, aufmerksam gemacht. Wichtiger Teil des Rocco-Testprogramms, die extrem lässige Vorfahrt vor der Eisdiele. Jetzt nur keinen Fehler machen. Mit der richtigen Dosis Gelassenheit verlässt Rocco das Carbon-Raumschiff. Jetzt will er sich für die ungewöhnliche, aber erfolgreiche Testfahrt mit einem Eis belohnen. Das wird selbstverständlich nur außerhalb des Ferraris gegessen. Eisflecken auf den Polstern würde die Kundschaft nicht tolerieren. Das war immer ein Kindheitstraum, mit so einem Ferrari mal fahren, und jetzt hat sich das endlich erfüllt. Einmal frei, aber es ist immer trotzdem noch mein Job eigentlich. Das Tuning-Imperium von Karouche Mansori begann mit Bentleys und anderen britischen Nobelmarken. Heute modifiziert der Edeltuner auch italienische und deutsch-französische Marken wie Bugatti. Hauptsache selten und außergewöhnlich. Neuestes Projekt, der Vincero. Wir haben heute 2 prachtvolle Autos hier, wie unserem Linea Vincero, die man hier schwarz, smokeschwarz und Carbon und tolle Interieur, die man sieht. Und der Original natürlich, die jetzt noch frisch angekommen ist bei uns, wartet auf Operation, wie der Kunde halt sich wünscht, wie es haben möchte. Und da sieht man halt die zweite Prachtstück, natürlich den beide Prachtstück. Und da wird dann demnächst unserem
unsere Operationssaal landen, damit wir es, soweit wir es können, natürlich aus dem schönen Auto noch etwas schöner machen. Den fertigen Vincero nimmt sich der Chef heute höchstpersönlich zur Testfahrt vor. Karush Mansouri lässt es erst einmal langsam angehen. Immerhin fährt er gerade eines der teuersten Autos der Welt. Es kostet nach der Mansouri-Kur über 2 Millionen Euro. Mansouri schätzt am Vincero, dass man ihn trotz einer Motorleistung von über 1000 PS auch zivil bewegen kann. Wir fahren jetzt einen Mansouri Vincero, Linea Vincero. Also der Fahrgefühl ist genial, grandios. Es macht richtig Spaß, wenn man auch richtig ist. Schauen wir mal, jetzt machen wir ein bisschen Gas. Es ist richtig ein Gefühl. Da fühlt man sich richtig wohl. Man kann Gas geben, man kann einfach langsam fahren. Also es ist schön. Man muss nicht unbedingt können, um das Auto zu fahren. Das Auto kann man mit Gefühl beherrschen. Schön im Hand, handlich und sportlich. Und da ist einfach tolles Gefühl, wirklich tolles Gefühl. Extravagant wie das gesamte Fahrzeug ist auch der Außenauftritt. Matte Carbon-Elemente wechseln mit spiegelnder Smoke-Chrom-Lackierung. Innen weißes Leder im Überfluss. Den Namen des Käufers will man nicht verraten, aber in welche Richtung es geht, wird an den Schriftzeichen auf den Spiegeln deutlich. Das Kraftpaket Vincero ist selbst für Karush Mansouri etwas ganz Besonderes. Den fährt er auch gern mehrmals zur Probe. Man freut sich immer natürlich, ob man zum 10. Mal oder zum 20. Mal macht. Ich fahre ja oft die ein oder andere Fahrzeug. Wenn man gemütlich fahren will, kann man nicht unbedingt mit einem Ferrari oder mit einem Bugatti fahren. Die sind alle mehr Spaß, muss ein bisschen mehr Energie, mehr Adrenalin, da muss man ja schnell. Und wenn man gemütlich fährt, dann fährt man halt einen Bentley oder einen Rolls-Royce. Und es ist halt immer unterschiedlich. Für jedes Produkt von Mansouri gibt es einen Käufer. Der Preis spielt für diese betuchte Kundschaft keine Rolle. Hauptsache, der Wagen ist individuell verändert worden. Das gilt für den Vincero, den Stallone mit seiner auffälligen Schwarz-Weiß-Optik und den Conquistador.